Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario Color Splash. Wir sind hier immer noch in der Bistroase und die Pokies sind ein bisschen wütend. Ich weiß nicht warum. Ich habe ihnen auf jeden Fall nichts getan. Und ich weiß auch nicht, was ich gegen die tun kann. Vielleicht muss ich sie bekämpfen. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich einfach gegen sie schlagen. Aber solche Reflexe habe ich nicht. Hey! Vielleicht muss ich sie besiegen. Nein, das ist nicht wahr. Yay. Mir vollkommen egal, was da ist. Ich nehme jetzt einfach eine Dingskarte. Go, go, mach irgendwas. Oder halt so. Ach stimmt, Kamek hat sie ja das letzte Mal auch schnabuliert und dann hat sie sich die Reihenfolge getauscht und gewechselt und blubibla, blabiblub. Ich sollte wieder mal sortieren. Jo. Sortieren. Was haben wir denn Schönes? Doppelhochhammer. Nein, normalen Hochhammer. Also großen Hochhammer. Wir haben kein Rot mehr. Und Rems. So weit, so gut. Wir haben trotzdem kein Rot mehr. Das ist nicht ganz so gut. Aber ich habe gesehen, wir haben noch einen Pilz. Einen Bonuspilz. Sollte eigentlich funktionieren. Na gut, besiegen wir erstmal ein paar Pokés und hoffen wir, dass sich dann über der Brücke ein paar weniger befinden. Das wäre schön. Ansonsten weiß ich gerade nicht, was wir tun müssen. Können. Sollen. Tun. Weiß ich nicht. Tja, und das ist unser letzter großer Hammer. Tja. Was machen wir jetzt? Auf jeden Fall erstmal eine Weile lang springen. Das klingt gut. Und ich hoffe wirklich, dass das die Anzahl der Pokés da oben reduziert. Ansonsten, ich weiß echt nicht, was ich da tun soll. Wenn ich da noch gezielt vor und rücklaufen soll, dann... Nee, das kriege ich nicht hin. Habe ich keinen Eisensprung? Vorsprung zeigt, was du kannst. Nicht gut. Ich muss echt sagen, der ist verdammt gut. So, jetzt gucken wir einfach mal. Wir überprüfen. Ist unsere Theorie richtig? Dass wir irgendwie hier lang können. Und das weniger werden. Irgendwie nicht so. Vielleicht doch. Ich glaube, es sind weniger geworden. Oder ich habe mir diesmal einfach Zeit genommen. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Ist das nicht schön? Es wird ein total entspannter Part, wo wir auf Röhren balancieren. Mit dem Analogstick. Ja komm, spring rüber. Gut ist. Das ist nicht wahr. Ich will zumindest nicht kämpfen müssen. Ja, komm. Spring jetzt einmal rüber. Gut, jetzt laufe ich. Spring du rüber. Gut, jetzt laufe ich. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man da dran kommt. Das ist nicht wahr! Warum?
Kann ich hier vielleicht trotzdem irgendwie... Nee. Ich habe keine Ahnung, wie ich an den Fleck kommen soll. Vielleicht muss ich es einfach nur einpinseln. Vielleicht ist das ein unsichtbarer Weg. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ah! Vielleicht ist das auch die Lösung der Puzzleteile. Ich weiß es nicht. Okay, nicht runterfallen. Kein Idiot sein. I was no idiot. I probably did it right. Nein, 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 nein. Kein Kampf. Gut. So. Alles soweit geklärt. Toad commit. Oh ja, das sieht mir nach einer Abkürzung aus. Ich warte einfach, bis du hier herausgefunden hast, wie man instand setzt. Funktioniert das nicht schon? Habe ich irgendwas vergessen? Ist irgendwas auf der Rückseite? Alter! Das ist assi. Okay, ich meine, da kommen wir jetzt auch normal hin. Vollkommen normal. Aber... Weißt du was? Dann gucke ich auch gerade mal hier an der Röhre, ob da noch was ist. Anscheinend nicht. Was ein Troll. Okay. Nein, 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 nein. Okay, gut. Funktioniert das jetzt? Oder habe ich wieder irgendwo was vergessen? Scheint soweit zu funktionieren. Alter! Wuhu! Könntest du jetzt vielleicht in die Röhre steigen? Wir warten auf dich. Passiert jetzt irgendwas Besonderes? Und... Wuhu! Elegant. Oh ja, so macht mich das... So macht man das mit den Röhren. Ganz locker durchgerutscht. Ja, das sah in der Tat locker aus. Das erinnert mich an... als wir mit der Schule in der 4. Klasse, glaube ich, war es im... Nee, 5. Klasse war es. Wie nennt sich das? Auf Reisen waren? Im Sommercamp? Nee. Keine Ahnung, irgendwie sowas auf jeden Fall halt. Waren wir irgendwann auch auf der Sommerrodelbahn, genau, Sommerrodelbahn. Und ich wurde fast wegen übercoolen Fahrens von der Fahrstrecke gebannt. Fand ich interessant. Ich weiß nicht warum. Aber okay. Können die mit Leute sehen, wie sie wollen? Es ist mir recht, Schnuppe. Ja, guck mal, hier können wir durch. Und da ist irgendwas. Eine Waschmaschinenkopie. Yay. Was bedeutet es, dass wir jetzt einen Speicherpunkt hatten? Das heißt doch irgendwas. Es gibt doch nicht einfach nur so, einfach aus gutem Willen einen Speicherpunkt. Oder? Das Gute ist, wir bekommen Karten. Das Schlechte ist, wir brauchen sie nicht. Und warum gibt es jetzt zwei Röhren? Fragen über Fragen. Okay, wo kommen wir hier raus? Alles klar, okay. Dann ist die Frage... Oh, ich glaube, ich weiß was. Ich glaube, ich weiß was. Ich glaube, ich weiß was. Ich glaube, ich weiß es. Nein, 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 das ist falsch. Das ist falsch. Das wollte ich auch gar nicht. Das sieht doch ziemlich gerade aus, oder? Haha. Ich hab's herausgefunden. Ja, okay, aber diese Kante ist da nicht wirklich gerade. Das ist schon ein bisschen gecheatet. Okay. Keine falsche Taste drücken. Yay. Und wir sind oben. Zaubertrick. Oh nein, das kann doch gar nicht wirklich passiert sein. Mario, lass mich hier nicht sitzen, rette mich. Keine Panik, kleiner Toad. Alles in Ordnung. Oh, sehr schön.
Kleiner Toad. Ich hätte einfach runterspringen können. Habe ich vergessen. Oh, du bist zurück. Ich wusste, du würdest zurückkommen. So. Da komm mal mit, kleiner Toad. Hui. Na gut, soweit, so gut. Würde ich behaupten. Und dann können wir ja weiter. Wir sind schon wieder bei fast 11 Minuten. Oh mein Gott. Diese Röhre da. Sieht lang aus. Sie sieht mir ganz nach einer Luxusröhre aus. Und sie ist orange, genau wie die vor der Bistro-Oase. Die bringt uns bestimmt direkt dorthin. Komm schon, sehen wir uns das einmal an. Ja, gleich. Machen wir. Aber davor gucken wir uns den ganzen Rest hier an. Wir kommen wieder hoch. Nein! Was soll denn das? Hilfe! No! Sniffet Show Part 2? Ich zücke den Stift. Ich bin bereit. Oh. Doch nicht. Seid still, oder ich... Naja, ich habe euch bereits im Gefängnis eingesperrt. Viel mehr kann ich eigentlich nicht machen. Aber seid trotzdem still. Ja, das werden wir sehen, ob wir still sind. Vor allem, ob Fabian still bleiben kann. Das glaube ich irgendwie nicht. Es hilft einfach nichts. Aus dem Gefängnis gibt es kein Entkommen. Und was ist das hier überhaupt für ein schrecklicher Ort? Warum gibt es unter der Wüste ein geheimes Sniffet-Versteck? Nun, angesichts eines ausbruchssicheren Gefängnisses müssen wir wohl einfach versuchen, durchzuhalten. Denk nach, Mario. Es muss einfach einen Weg hier rausgeben. Wir probieren einfach mal ein bisschen. Wir machen einfach so lange Lärm, bis irgendwas passiert. Lass uns hier raus. Lass uns hier raus. Lass uns hier raus. Lass uns hier raus. Alter. Okay, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es was hilft. Okay, das war interessant. Toll, ich hätte wissen sollen, dass dir etwas Cleveres einfällt. Ich meine, als ich gesehen habe, wie du auf den Sand eingeschlagen hast, dachte ich, du bist verrückt. Du bist verrückt. Das ist der echte Hammer. Das ist echt der Hammer. Gut gemacht. Finden wir den Gastroguru und dann raus hier. Der Farbstern wartet auf uns. Okay. Soweit, so gut. Der sah irgendwie nicht so böse aus. Hier herrscht Maskenpflicht. Warum laufe ich da direkt rein? Ich weiß es nicht. Und das war nicht sehr schlau. Egal. Gut. Wow. Okay, ganz viele Leute. Multisprung und gut ist. Gut, nein, kein Powerblock. So, sollte eigentlich reichen, oder? Bin ich mir ziemlich sicher. Nein! Noch größeres Nein. Genau. Okay. Probieren wir es nochmal. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal. Es reicht aber noch nicht mal. Bedüm. Okay. Irgendeinen schwachen Sprung, den wir haben? Oder irgendwas anderes Schwaches? Nein. Hier ist schon ein schönes heißes Käffchen. Hab ich nicht. Krieg's ein Buh. Das war irgendwie eine andere Animation. Ist okay. Okay.
Halleluja, rot. Sehr schön. Ist irgendwas oder? Hä? Habe ich mich gerade hier drin aufgefüllt? Ich habe keine Ahnung. Ach, guck mal da, das ist eine Ranke. Ziehen. Habe ich gewusst. Ich bin Kenner des Spiels. Okay. Also wir gehen immer tiefer, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich habe die Befürchtung, dass es eher nicht so ist. Fehler, Schlüsselkarte erforderlich. Ja, habe ich mir schon denken können. Ich nehme an, eine Schlüsselkarte ist erforderlich. Ja, gut. Geht's jetzt immer nur ein Stockwerk nach oben? Fehler, Schlüsselkarte erforderlich. Okay. Dann versinken wir einfach weiter und hoffen, dass wir einfach nicht sterben. Lass mich raus! Weißt du gar nicht, wen du hier vor dir hast? Nein, weiß ich leider nicht. Tut mir leid. Wie komme ich denn da hoch? Tja, keine Ahnung. Ist das eine Schlüsselkarte? Njo! Ich habe sie doch gar nicht hingelegt. Was? Oh, nicht so schnell, Klempner! Ganz viele verschiedene Typen. Okay, dann würde ich mal sagen, Waschmaschine. Go! Mache dein Ding. Und geh nach oben. Blup. Regeln sind Regeln, die gebrochen werden müssen. Was? Ich hab's nicht gelesen. Okay, was passiert? Einfach die komplette Szene eingesteckt. Sauber? Ja, sauber. Perfekt. Okay. Ich wusste doch, dass sie irgendwo war. Ja, war sie auch. Pech. Tut mir leid, das ist jetzt meine. Ist das... Okay, das war nichts Besonderes. Blub. Interessant. Naja, nicht wirklich, aber egal. Ansonsten noch hier irgendwas? Nö. Okay, dann haben wir jetzt eine Schlüsselkarte. Ist auch gut. Aber wo setze ich die jetzt ein? Achso, ja, klar, Fahrstuhl. Jetzt können wir ja endlich wieder weiter nach oben fahren, aber ich habe nur keine Ahnung, wo. Dann gehen wir vor erstmal auf minus 3. Und machen hier... Gab's links was? Nein. Rechts war die... besondere Tür. Ich weiß nicht, wie man sie nennt. Es hat bestimmt einen Sonderausdruck, aber ich kenne ihn nicht. Hier würde ich zumindest direkt runter... Nee, doch nicht. Habe ich mir eingebildet, dass man hier direkt runterkommen könnte? Okay. Wusste ich. Ebene 2. Gibt's hier was? Sind wir hierher... Achso, ja. Oh. Ganz wichtig. Böse, wenn ich das vergessen würde. Ich glaube, ich mache den Part jetzt doch mal ein bisschen länger, weil ich hier keinen Speicherblock gesehen habe. Das ist schlecht. Okay, Ebene 1. Und hoffen, dass da die Röhre ist, der Schlüssel und so weiter und so fort. Ich will nach oben. Spiel. Minus 1, bitte. Nein. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht.
Wie komme ich da hoch? Hä? Ich bin sehr verwirrt. Hä? Okay, jetzt müssen wir nochmal genau gucken, was hier überhaupt los ist. Das ist nicht gut. Schlage nicht ohne Grund Poster. Wie bescheuert. Oh mein Gott, okay. Ich habe mir einfach nur gedacht, okay, vielleicht steht hier irgendwas Besonderes drauf. Und in der Tat. Seit wann ist da die Röhre? Aber gut, jetzt wissen wir schon mal, wo wir hin müssen. Okay. Nur, wie kommen wir in minus 1? Ich habe keine Ahnung. Ich bin doch nur ein einfacher Toad, tut mir nicht weh. Wenn ich so drüber nachdenke, stimmt das nicht ganz. Ich bin reich, stinkreich, wie viele Goldmünzen, damit du mich hier rauslässt? Jetzt sei schon still und stell dich nicht so an. Oh nein, der schlimme Klempner. Der schlimme Klempner, ja, ja. Oh, so viele. Oh ja, das Schweinchen. Das gefällt mir. Schweinchen, mach deinen Job. Jo. Genießt es. Also Schweinchen ist schon echt mega cool. Puh. Yay. Cool. Perfekt. Okay, gut. Ja, ja, der schlimme Klempner. Hey Mario, hier drin ist es gar nicht so übel. Ach komm, Typ, stell dich doch nicht so an. Es ist schon ein klein wenig peinlich. Mir hat die Stelle hier eigentlich ganz gut getan, weißt du? Aber jetzt ist es wohl wieder an der Zeit, in den Alltag zurückzukehren. Mach's gut, Gefängnis. Was ein Penner. Jetzt die Frage, kommt hier... Alter! Card Heaven. Versinken will ich hier mal ausnahmsweise nicht, weil ich nicht weiß, was passieren wird. Moment, was sagt eigentlich das Menü? Was sagt das Menü und die Paarzeit? Die Paarzeit sagt sowieso zu lange, aber was sagt das Menü? Was sagt der Bearbeitungsstand? Der Status? 99%. Ja. A. B. C. D. E. F. G. H. Na komm, versinken wir mal kurz. Yay. Genau das... Nein! Nicht das, was ich haben wollte. Okay. Ganz viele verschiedene Sniffet-Karten, die wir alle nicht brauchen. Fünfer kaputter Hammer. Go, go. Ich habe genug Munition. Vergiss es, hast du nicht. So, erster weg. Und zweiter weg. Also ich muss schon echt sagen, das Teil, das wir gerade gefunden hatten, diese Geheimkammer, das war echt cool. Aber ansonsten bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Pokékarte, ja! Oh mein Gott, ey. Vergiss niemals, wo du deine Schlüsselkarte gelassen hast. Sonst. Okay. Ja, tschüss. Ja, dann habe ich ja jetzt alles. Hey, das ist ja mein Schlüssel. Diese Burschen haben versucht, sich ohne Reservierung in mein Restaurant zu schleichen. Kannst du den Schlüssel für mich aufbewahren? Wie konnte ich ihn bloß verlieren? Jetzt traue ich mir selbst nicht mehr. Mario, du bist echt der Beste. Du brauchst nicht zufällig einen Job. Jemand wie dich könnte ich gut als Türsteher gebrauchen. Stimmt.
So jemanden wie Mario kann man echt gut als Türsteher gebrauchen. Bitte sag mir, dass wir nach oben... Nein, können wir nicht. Hier, oder? Die minus 3. Dann fallen wir runter in die minus 4 und dann... Dann können wir mit der Röhre nach oben, richtig? Müsste so sein. Ja, sehr schön. Okay, gut. Dann gehen wir hoch zur Bistro-Oase, da setzen wir dann den Schlüssel ein, kriegen den Farbstern und dann ist der Part vorbei. Ja, hat ja nur minimal länger gedauert. Okay, gut. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt auch kaputtgeschlagen. Ja, sehr schön. Okay. Das war ja mal eklig. Sollten wir irgendwie... sollte nicht irgendwer diese Dinger von Zeit zu Zeit mal putzen? Vielleicht ein Klempner? Was steht hier? Wüstes Sniffet-Versteck. Ah ja. Okay, alles klar. Ja, dann sliden wir mal nach oben. Wie auch immer das funktioniert. Ich hab keine Ahnung. Aber gut. Wir haben es geschafft. Hm, frische Luft. Geht doch nichts über einen kleinen Gefängnisaufenthalt, um sich wieder an den kleinen Dingen des Alltags zu erfreuen. Komm schon, gehen wir zurück zur Bistro-Oase. Da steht sich Da steht schon bestimmt eine ganze Schlange. Ja. Ja, mit dem Schloss muss man sich auskennen. Gib mir mal den Schlüssel zurück. Dann sind wir im Lu drin. Was muss man... Wie muss man sich da auskennen? Das sah wie ein stinknormales Schloss aus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe heute mal einen guten Tag. Also ist die Bistro-Oase geöffnet. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Alles klar. Und keiner stellt sich an. Und für dich, Mario. Erfreue dich daran. Mein Markenzeichen, der berühmte orange Stern, der weltbekannte Bistro-Oase. Daran kann man sich gar nicht satt sehen, oder? Wo denn? Ach so. Ja, klar. Oh ja, ich habe es euch doch gesagt. Er ist etwas ganz Besonderes. Total. Ich wusste es doch. Das ist ein kleiner Farbstern. Komm schon, Mario, den holen wir uns. Aber ich brauche noch 1%. Ach nee. Ach, guck mal da. Da wird doch 1%. Wird doch Zeit. Ich habe 6 Monate auf einen Tisch im Café gewartet und habe mir sogar meine ganze Farbe abgesaugt. Dabei wollte ich doch nur etwas entspannen und einen Kaffee trinken und in Erinnerung schwelgen. Selbst dabei wird man gestört. Es gibt viel zu viel Aggressivität in der Welt, Mario. Du musst Frieden und Brüderlichkeit auf der Insel Prisma wiederherstellen. Wer war das? 100%. Sehr schön. Okay. Ja gut, dann sprechen wir nochmal kurz mit denen. Toller Stern, aber wo war die ganze Warterei? Natürlich. War es das wert? Natürlich war es das. Ah, brauch keinen Kaffee. Ach Mensch, jetzt kann ich den Stern sehen. Ich warte immer noch auf meinen Kaffee. Was sollte eigentlich der ganze Aufruhr? Ah. Ich hoffe, der Gastro-Guru kommt und wechselt ein paar Worte mit mir. Werden wir sehen, vielleicht. Tja, Leute, tut mir wirklich leid, aber... Warte. Warte. Oh, what? Gourmet-Stern? Greif ruhig nach den Sternen. Hab ich vor. Magst du noch was haben? Nein. Ich hab hier gerade hinter was gesehen. Warum ist das da weiß? Da, diese eine Diele da, die ist weiß gewesen. Sehr seltsam. Egal, gut. Sammeln wir den Farbstern und dann ist der Part endlich vorbei. Yay! Viel erlebt, viel gewonnen, viel gemacht. Und blubbibla, blubbiblub und so weiter und so fort. Und noch mehr. So, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge von Let's Play Paper Mario Color Splash. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt blub. Setze Namen hier ein. Ja. Bis dahin und ciao, ciao.